Herzlich willkommen zur 72. Ausgabe von Balla Balla TV. Nach meinem Kurztrip in den portugiesischen Erst- und Fünftliga-Alltag war am letzten Wochenende wieder die hiesige Oberliga Niedersachsen mein Reiseziel. Denn es stand mit der Begegnung MTV Gifhorn gegen meinen Heimatverein Arminia Hannover aus vielerlei Sicht eine interessante Begegnung an. Baulich verändert sich seit einiger Zeit im Gifhorner GWG-Stadion einiges. So wird zurzeit die überdachte Haupttribüne um eine bestuhlte Gegengerade und Fankurve erweitert. Dank der freundlichen Sicherheitskräfte des heimischen MTV durfte ich mich mit meiner Kamera auf der Baustelle umgucken und Ordner Tim Jerke erklärte mir, wo die insgesamt 1000 zusätzlichen Sitzplätze vorher gestanden hatten. Aus Wiesendorf, von der Kaserne aus Wiesendorf. Insgesamt werden 41 einzelne Elemente zukünftig ein quasi geschlossenes Stadion ergeben. Zu Beginn der kommenden Saison sollen dann die in Eigeninitiative erbrachten Bauarbeiten abgeschlossen sein, vorausgesetzt die örtliche Behörde nimmt die Erweiterung des Stadionbaus auch ab. Und so hoffen die großen wie auch kleinen Arminia-Fans, dass wir bereits in der Spielserie 2022-23 ein dann möglichst komplett erweitertes Gifhorner Stadion begutachten können werden. Dieser Wunsch beruht auch auf der Annahme, dass sich sowohl der MTV Gifhorn als auch unser Verein Arminia Hannover für die nächste Oberligasaison qualifizieren werden. Und diese Hoffnung leitet auch nahtlos zur gestrigen Partie des 12. Spieltages der Oberliga Niedersachsen-Gruppe Süd Hannover Braunschweig über. Denn sowohl der einheimische MTV Gifhorn als auch Arminia stand vor dieser Begegnung auf dem Tableau der Tabelle unter dem Strich der nun bald beginnenden Aufstiegsrunde und vor allem der gastgebende MTV Gifhorn muss sich aufgrund des Tabellenstandes nach der gestrigen Partie bereits jetzt schon mit der im kommenden Jahr stattfindenden Abstiegsrunde anfreunden, die dann bei 10 Teilnehmern ganze 6 Absteiger aus der Oberliga Niedersachsen ausspielen wird. Mit der Brisanz vor diesem Spiel schien der Gast aus Hannover vom Anpfiff an besser zurechtzukommen, denn bereits in der 5. Spielminute konnte der bärenstarke André Niklas Ndaye aus den Reihen seiner Arminia die Führung erzielen. Unter den anwesenden Zuschauern konnte sich Gifhorns Ex-Trainer Uwe Erkenbrecher zunächst keine positiven Notizen über sein zuletzt betreutes Team machen. Und so war der MTV Gifhorn zunächst geschockt, bemühte sich aber nach Kräften, den frühen Rückstand möglichst schnell auszugleichen. Das ausgeschenkte Bier sollte den zahlreich erschienenen Gästefans in der gesamten ersten Halbzeit weiterhin schmecken, da die Arminen ihren Anhang weiterhin spielerisch überzeugen konnten und zudem Arminias Torhüter Vaceslav Serchev die Anforderungen an ihn sicher bewältigte. Richtig so.
Oh! Hey, was denn, Alter? Oh! Bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Serdan Yüksel blieb es bei einer intensiven Partie, bei der die optischen Vorteile beim Heimteam zu finden waren. Auch in der zweiten Halbzeit spielten beide Mannschaften, um einmal ein Zitat von Ex-Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni zu verwenden, nicht wie Flasche bzw. Becher leer. Arminia kam zunächst mit viel Elan und vom Pausentee gestärkt aus den Kabinen heraus. Doch auch der MTV Gifhorn konnte sich durch schnelles Umschaltspiel immer wieder eigene Vorteile verschaffen. Zudem brachte MTV-Kicker Marvin Luschiewicz zusätzliche Farbe ins Spiel, indem er sich durch zu hartes Einsteigen eine gelbe Karte von Schiedsrichter Yüksel abholen durfte. In der 65. Spielminute sorgte Gifhorns Trainer Georgios Palanis durch einen Doppelwechsel für neue Impulse seiner Mannschaft. Bei Arminia wurde die zunehmende Müdigkeit sichtbar, Gifhorn wurde zunehmend dominierend und auch die Hereinnahme von Arminias Pino Ballerstedt in der 81. Spielminute konnte nicht mehr verhindern, dass der MTV Gifhorn in der 84. Spielminute durch Mattes Haashagen noch der alles in allem verdiente Ausgleich für die Hausherren geschehen sollte. Gifhorns Ex-Spieler Luis Prior Bautista hatte sich dann kurz vor dem Ende noch eine Großchance für seine Arminen erarbeitet und scheiterte nur knapp, sodass Gifhorns Mannschaftskapitän und Torwart Marius Saus nicht mehr eingreifen bzw. das Spielgerät aus seinen eigenen Maschen greifen musste. Ein Resümee dieser Begegnung spare ich mir, da sie für mich nach dem Spielschluss Ex-MTV-Trainer Uwe Erkenbrecher übernahm. Vielen Dank hierfür an den erfahrenen Fußballexperten. Wenn das nicht so lange dauert. Nee.
Ich muss auch nach Hause, meine Frau wartet. Ja gut, ne, Herr Erkenbrück, ja, alles gut. Ne, das, ich wollte, achso, doch ein Statement vielleicht, doch noch, genau. Ja, gutes Oberligaspiel, alles drin, war super, muss man echt sagen. Das Unentschieden ist auch korrekt. Ja, ich glaube ja, auch. Also, ne? Gifhorn hat alles reingelegt, hat sich super engagiert da und nochmal versucht alles und deswegen muss man auch damit leben nachher. Ne? Ja, ihr habt es halt verpasst, vielleicht das 2:0 zu machen. Ne? Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich bin hier von Arminia Hannover. Ja. Noch ein kurzes Statement zu Arminia. Was hat Arminia falsch gemacht aus ihrer Sicht? Nicht, aber die haben erstmal, weiß ich, dass sie viele Ersatzspieler dabei hatten, also dass sie nicht die erste Wahl hatten alles. Dafür haben sie Fußball richtig gezockt, das können sie, super Fußball gespielt. Am Schluss hat ein bisschen die Fitness gefehlt vielleicht. Der eine oder andere war schon ein bisschen müde. Ne? Aber das ist beim Trainer auch schwierig, wenn er nicht die Auswahl der Spieler hat. Ja. Und hat auch auf der Bank nicht mehr vielleicht gleichwertige Spieler. Dann ist es schwierig. Aber vom Spielerischen her war Arminia richtig gut. Fand. Danke für das Statement. Danke. Tschüss, machen Sie es gut. Noch einen schönen Restsonntag. Ja, genau. Bleibt gesund. Ja.